Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, du hast voll einen weg, Digga. Du bist komplett geisteskrank. Du hast einen Schaden, Digga. Du hast eine Kernbehinderung, Alter. Du hast einen Knacks. Junge, das ist aber das feier ich, Digga. Das Baba. Dein Moped hat schon echt viel Präsenz gezeigt, sag ich ehrlich. Das ist schon eine Legende, das Teil. John wurde wegen mehreren Delikten angeklagt. Das heißt, es wird zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Es ist noch nicht klar, ob John jemals seine Buße wieder zurückbekommen wird. Deswegen bitte ich euch, wenn eine Gerichtsverhandlung stattfinden wird, dass jeder Einzelne kommt und wir uns ein Stück Scooter-Geschichte wieder zurückholen. Weitere Infos auf Instagram. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Kuss. Digga, was ne Scheiße jetzt mit dem Mikro. Digga, der Hund, ne, der kriegt echt keinen Auslauf. Ich weiß. Guck mal, der Mann. Der will wieder mit dir spielen, Digga. Du hast ja jetzt einen neuen Block, ne? Ja. Was ist da alles so verbaut? Polini Big Evolution 70 Kubik. Passend Auspuff. Passende Kurbelwelle. Also alles von Polini. Auspuff, Zylinder. Kurbelwelle, Stage 6 Innenrotorzündung, Malossi Wandler, Stage 6 Torque Control, Malossi Kupplungsglocke, Polini Big Evolution Vario, Stage 6 Keilriemen, Stage 6 20 oder 25% längeres Getriebe, 28mm Vergaser, V-Force 3 Membranblock, Stage 6 Ansaugbrücke, Stage 6 Luftfilter. Alles, was das Herz begehrt. Richtig. Aber dein Hinterreifen, der ist auf der einen Seite richtig abgenutzt, auf der anderen nicht so. Du fährst, glaube ich, Linkskurven eher, ne? Mhm. Das sieht man auf jeden Fall. Ich liebe Linkskurven. Guck allein schon, wie der bis hier abgenutzt ist und hier ist das noch so. Das ist richtig dunkel. Ach, Scheiße. So rostet. Ist sie schwarz, ja, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, also sieht auf jeden Fall schwarz aus. Ich weiß ja nicht, wie du die eingebaut hast eben. Aber die ging auf jeden Fall gut, sag ich dir ehrlich. Mhm. Ja, besser wie am Anfang. Das stimmt, ja. Was hast du denn verändert? Gewicht hast du schon geändert, ne? Ja. 5 mal kleiner. Wann hast du die Booster eigentlich gekauft? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, ich hatte so eine Custom damals. Mhm. Dann habe ich die getauscht. Also halt Rahmen, Verkleidung so ein bisschen. Haben wir dann getauscht. Und dann habe ich die einfach mit und mit im aufgebaut. Das war vor 3 Monaten ungefähr. Ach so lange hast du die gar nicht? Nee. Ich dachte jetzt so, du hast die schon 2 Jahre oder so. Krass, okay. Aber es sieht heftig aus auf jeden Fall. Auch das so mit dem dezenten Stickerbomb. Irgendwie gefällt mir das, sag ich dir ehrlich. Und vor allem mit diesen Neon-Kits, mit den Neon-Metra-Kit-Aufklebern. Auf dem Blau, das sieht irgendwie geil aus. Boah, Digga. Das sieht schon sehr, sehr saftig aus. Ja. Das sind auch, ja. Bist du schon vor Bullen abgehauen? 3 Mal. Und wie war das? Entspannt. Entspannt? Hm? Bist du gut weggekommen, sagst du? Ja. Echt? Ja, okay. 2 Mal bin ich nicht abgehauen. Da standen die neben mir an der Ampel, gucken so, fangen an zu lachen und fahren einfach weiter. Alter, Ehrenmänner. Genau so Bullen braucht man. An der anderen Ampel, die Karre, war voller Absaufen beim Losfahren. Da war so ein alter Opa drin, guckt so, er macht nur. Und fährt einfach weiter. Gut. Und beim dritten Mal bist du abgehauen, oder was? Mit der? Ja, mit dem anderen Motor noch, ja. Und dann? Wie lange hast du gebraucht, bis du weg warst? 2 Minuten. Stabil. Ich habe auch schon ein paar Storys erzählt bekommen auf dem Discord, wo jemand 1 Stunde abgehauen ist. Könnte ich nicht. Das ist so gottlos, Digga. Ich bin 50 Kilometer dann gefahren. Mit dem Sprit, oder was? Mhm. Ja, das geht schnell, ne? Wie viele Liter hast du? Ich glaube 5 oder 6 Liter. 5, 6 Liter? Guck, Digga, dann verbraucht auch eine Aerox auf 100 einfach 12 Liter. Stell dir das mal vor. Oder ich sag immer Aerox, ne? Aber so Tuning-Scooter. Das ist schon krank. Die von Noah, die weiße, du hast ja die Videos geguckt, ne? Die verbraucht auch todesviel. Das ist nicht mehr normal, wie viel die verbraucht. Ja, es kommt halt immer auf die Größe vom Vergaser und auf die Abstimmung an, ne? Ja, das stimmt. Wenn jetzt dann auch irgendeinen Luftfilter draufballerst, der so groß ist, natürlich verbraucht der dann weniger. Ja. Saftig. Ja, dieser Hund, ne? Mein Gott, gib mir diesen Knochen jetzt. Wie zieht man fest an, oder? Ja, nicht zu fest. Mir sind auch schon mal 2 abgebrochen. Die kannst du aber festknallen. Brauchst du hier auch so einen Subframe, damit das geht mit dem Luftfilter?
Ja, da ist ja generell eine andere drin, weil normal, das ist ja ein Booster. Ja. Da ist ja normal Minarelli stehen drin. Ja. Aber das ist ja jetzt ein Aerox-Motor, also Minarelli liegen. Ach, ist es ein Aerox-Motor? Ja, ja. Lol. Das ist ja nochmal Aerox nach vorne. Mhm. Und die Booster haben den stehen, der ist ja, so nach dann oben, ne? Ja. Ist das ein krasser Unterschied, oder? Auf jeden Fall. Also Aerox-Motor ist besser? Ja, natürlich. Weil da kannst du ja auch wassergekühlt umbauen. Hier bei den normalen, originalen Booster-Motoren kannst du halt nicht auf Wasser umbauen. Also kannst du schon, aber... Achso, die sind auch luftgekühlt? Ja, das ist halt schon Krampf. Ja, das ist schon scheiße, ja. Yo, Digga, super 1,78. Angst stehen zu bleiben, ne? Bullenjagd! Ja, lass auf Bullenjagd! Der Typ ist so abgecrackt, ne? Auf Bullenjagd. Der Mann fühlt sich so sicher mit seiner High-End-Aerox. Digga, wie die schreit, ne? Das ist nicht mehr normal. Ich hab sogar Angst vor der Bullerei. Gut. Oh mein Gott. Da sind die Cops, Digga. Der guckt schon richtig. Der guckt schon richtig. Die haben nichts gesagt, Digga. What the fuck? Da waren Cops, ne? Da vorne war ein kleiner Kopfwagen. Fort. Da vorne. Der Typ ist so geisteskrank. Also er scheißt wirklich auf System, ne? Digga, wir fahren jetzt hier irgendwo auf Landstraßen rum. Und der kennt sich selber hier nicht aus. Der ist hier letztens erst hingezogen, weißt du so. Es ist halt, wer ist seine Hut, ne? Okay. Aber es ist nicht seine Hut. Ich hab keine Chance gegen dich, ne? Keine Chance. 37 Grad. Ist nichts, ne? Hm? Das ist nichts. Arme Nacken, Junge! Holy shit, Digga! Was? So ein Fick geht hier ab, Digga! Nochmal. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Das kommt, glaube ich, auf Video nicht so rüber, wie es in echt ist. Bruder, was? Was? Ach du Scheiße, Digga. Bruder, aber ich fahre nur ganz kleine Runde, ne? Also nur einmal hier hoch und runter. Pass auf, guck mal. Hier ist vorne, hier ist hinten. Ach du Scheiße. Also wie bei Fahrrad. Ja. Okay. Scheiße. Die Bremsleitung war zu kurz. Ach so. Heißt, ich konnte die nicht nach hier setzen, weil die dann zu lang war. Aber hier die, für vorne zu kurz. Ach du Scheiße, Digga. Ey, wirklich? Kein Scheiß, ich hab Angst damit zu fahren, ne? Mach mal an, die Kiste. Fahr lieber ohne Handschuhe. Hast ja ein besseres Gefühl. Auch wenn ein bisschen kalt ist. Ja. Ach du Scheiße. Och du Scheiße. Scheiße, die geht so ab, ne? Die geht so ab. Mama mia, geht die ab. Und die Hinterradbremse packt der überhaupt nicht. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße.
Bruder, was ist das? Was ist das? Krank, oder? Das ist geisteskrank. Was ist das? Zum Fick ist das bitte. Bitte sag es mir, bitte erklär es mir, was das für ein Ding ist, Junge. Bruder. Das dauert echt lange, bis du stehst. Digga, das ist wirklich geil. Ich bin extra richtig nah an dir vorbeigefahren, ne? Junge, ich war mein Leben vorbeizuziehen. Alter Bruder, wir müssen jetzt fahren. Wirklich. Ich weiß nicht. Ich fühle mich so schlecht. Gleich kommen die Bullen hier. Ich sag dir ehrlich. Das wird. Das ist bis jetzt das beste Video von den Luis fährt eure Roller. Digga, what the fuck ist das ein Teil, Alter? Die ist halt noch nicht zu 100% richtig abgestimmt. Ja, der hat den gestern erst eingehangen, gekauft, keine Ahnung, vor einer Woche oder so. Das ist wirklich gottlos, wirklich. Bei Gott, ich könnte das nicht, ne? Wirklich. Mit meiner Aerox fahre ich niemals auf der Straße, Digga. Also die wird ja nicht so krass sein wie die, aber trotzdem. Du bist volles Kanonenrohr durch die Pferdescheiße. Scheiße.